Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Splatoon 2. Und diesmal habe ich mich für den Parapluviator entschieden. Das ist dieser schicke, modische Regenschirm. Und mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich habe den schon mal kurz gespielt. War so semi-gut. Und jetzt will ich euch den nochmal zeigen. Jo, geht direkt los. Kann ja schon mal was länger dauern, ne? Die Teamfindung. So, mal gucken, ne? Also vom Einfärben her gefällt mir das schon mal wesentlich besser als als der Trommelschwapper in der letzten Folge. Schon ein himmelweiter Unterschied. Ja, ein bisschen mehr einklicksen hier. Wollen nichts verschenken hier, ne? Na, wo ist er? Boah! Ja, auch bei dem muss man jetzt immer wieder erneut drücken. Wenn ich jetzt gedrückt halte, dann spanne ich den auf, den Schirm. Und mit der Zeit, dann düst er so los, dann kann man da hinterherlaufen. Naja, aber treffen tue ich nichts. Voll noobig. Ja, da gibt es auch Waffen, die mir besser gefallen als der jetzt hier. Ach. Nein, 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 nein. Ach, das ist heute eine Kacke. Zu blöd heute. Also irgendwie komme ich auf die Waffe auch nicht klar. Bei der würde ich auch so erwarten, also wenn der direkt vor mir steht, ein Schuss und dann ist er weg. Weil die halt so langsam schießt. Aber vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp für mich, wie man die spielt. Na, immerhin die Buckewaldpiste. Gefällt mir wesentlich besser. Oder hat jemand den Trommelschwapper gehabt? Aus dem gegnerischen Team. Ich hoffe, der hat damit genauso viele Probleme wie ich.
Ach. Verbraucht das etwa Tinte, diesen Schirm da aufzuladen? Da müssen wir mal drauf achten. Der hat nämlich gerade mittendrin abgebrochen. Das testen wir jetzt mal. Ja. Das ist ja dumm. Das kostet nicht nur Zeit, das kostet auch Tinte. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ob wir ein bisschen jetzt auf dem Vormarsch sein können. Da mal einen hin. Ah, die Tinte ist schon wieder leer. Okay, also zwei direkte Treffer muss man landen. Boah. Lass es regnen. Ja gut, passt irgendwie auch zum Regenschirm, ne? Also... Oh oh. Ja, mit vereinten Kräften. Na, los. Boah, das Ding an Tinte verbraucht, ne? Das zu werfen. Ja, könnten wir gewonnen haben. Ich würde sagen, ja. Boah, hab ja gar nicht so schlecht abgeschnitten diesmal. Neun Stat. Mhm. Bäh, schon wieder die Moräntürme. Gibt's eigentlich jemanden, der... dieses Areal mag. Also ich mag's nicht. Meine Freundin mag's nicht. Müssen wahrscheinlich alle mit leben, wa? Wie schnell die Tinte, Alice. Also einfärben ist hiermit auf jeden Fall auch etwas schwieriger. Jetzt nicht so den größten Streuradius. Schau mal hier rüber. Hier fehlt auch noch Tinte. Perfekt. Ui. Leute, färbt ein. So machen wir unsere Punkte.
hier mal runter. Genau richtig gelandet. Boah, weg, 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 weg. Boah, lucky. Da habe ich Glück gehabt, auf jeden Fall. Ah! Mist. Jesus. Ach, guck mal, die haben kaum was eingefärbt, die Idioten. Selber schuld. Es geht hier nicht um Kills. Ja toll, die haben 10 Kills gemacht teilweise, und? Leute, ihr habt das Spiel nicht verstanden, glaube ich. Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Eine machen wir noch. Weil die Waffe nicht ganz so scheiße ist. Wie der Trommelschwapper. Und ich habe mich gerade so einigermaßen eingespielt damit. Yay, Bugelwahl. Schön rosa, ja. Ja, was hier ein bisschen anstrengend ist, dass man jedes Mal drücken muss. Ja, hättest du deinen Sprungangriff machen sollen, Kollege. Dann hättest du mich vielleicht gehabt. Ich wollte eigentlich da reinwerfen. Was ist los mit den Grünen? Sind die nur zu dritt oder so? Ich hab fast gar nichts von denen. Boah. So, mal rechts rum. Wo ist er hin? Oh! Shit! Okay. Sind hier beim Vormarsch? Was ist denn vorhin bei dem schief gelaufen? Oh. Noch ist nichts verloren. Ach, Mist. In der scheiß grünen Pampe hängen geblieben.
Boah! Das ist ein bisschen nervig bei der Waffe, ne? Dass sie dann irgendwie auf Entfernung 3, 4 Treffer braucht. Na, soll ich die Leute denn ranlassen? Auweia. Obwohl. Doch noch gewonnen. Yay. Gruß an Monkey CST. Ist von mir eine Freundesliste. Nö. Ja, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Mein Controller ist auch gerade leer, wie man sieht. Ja, dann stöpse ich den gleich mal an. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und gerne auch das Video teilen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einer neuen Waffe. Bis dann.